Lasst uns mal über das Huawei Mate XS reden. Das machen wir nach dem Intro. Viel Spaß! Huawei hat das Mate XS schon zur IFA 2019 vorgestellt und wollte es dann auch schon launchen. Dann kam ja so einiges dazwischen, der Beef mit Trump und Amerika und wahrscheinlich auch etwas Probleme beim Fold-Mechanismus, vermute ich jetzt einfach mal. Deswegen wurde es etwas verschoben, ein halbes Jahr ungefähr, denn nun soll es tatsächlich auf den deutschen Markt kommen. Ab dem 15.03. soll es für 2.499 Euro zu haben sein und damit ist es mal das teuerste Foldable, was es gibt. Galaxy Fold kostet 2.100, das Galaxy Z Flip 1.500 und das ist nochmal eine gute Stange mehr Geld als bei den anderen Foldables. Und deswegen ist die Frage, ob es überhaupt einen Mehrwert bietet. Was auf jeden Fall ganz cool ist, es hat dann schon den Kirin 990, also den neuesten Prozessor. Der sollte auf jeden Fall reichen von der Geschwindigkeit. Und einen 4500 mAh großen Akku. Was für das kleine Display vorne wahrscheinlich, was heißt klein, etwas kleinere Display vorne reicht. Für die aufgeklappte Variante mit 8 Zoll fast, wird es aber wahrscheinlich relativ eng. Das heißt, wir werden mal sehen, ob es sich so gut verhält von der Akkulaufzeit wie die anderen Huawei-Geräte oder etwas schwächer ist. Was die Leute wahrscheinlich abschrecken wird, ist, dass dort auch keine Google-Dienste von Haus aus drauf sind. Das heißt, es läuft mit Android, der Emotion UI 10, aber keine Google-Dienste sind vorinstalliert, sondern man kann die Apps nur aus der App Gallery herunterladen. Ist jetzt für technisch versierte Leute in der Regel nicht so schlimm, weil die flashen das einfach. Aber für technisch nicht so versierte Leute und den Mainstream schreckt das wahrscheinlich eher ab. Was viele Leute auch abschrecken wird, ist, dass das Display nicht wie bei den meisten Geräten innen ist, sondern außen. Das heißt, jedes in die Hose packen und da ist ein Schlüssel drin oder so, könnte für Kratzer sorgen. Denn wie man hier in dem Video sieht von Jerry Rick Everything, sind die Displays, da sie aus Plastik bestehen, nicht wirklich so robust. Selbst ein Z Flip, was aus Glas bestehen soll, hält nichts eigentlich aus, was irgendwie härter ist als Papier oder so. Deswegen wird spannend zu sehen sein, wenn das Display außen ist, also die ganze Zeit mit Dingen in Berührung kommt, wie sich das dann verhält. Der spannendste Punkt ist allerdings der Preis. Für 2500 Euro kriegt man 4 Huawei P30 Pro, ein Z Flip und noch ein P30 Pro oder ja, auf jeden Fall sehr viele andere Geräte und deswegen wird der Mehrwert muss man gucken, wie sich der Mehrwert ergibt, ob es überhaupt Sinn macht, das zu kaufen. Sinn macht es wahrscheinlich eh nicht für den Anfang, aber die Frage ist, ob es sich irgendwann durchsetzen wird, wenn der Preis sinkt. Da jetzt 4 Huawei P30 Pro für mich mehr Sinn machen, aber es ist ja am Anfang wahrscheinlich auch eher noch ein Gimmick. Deswegen mal schauen, ob es sich irgendwann durchsetzen wird. Ich hoffe schon, denn es klingt interessant und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein!